Hallo Deutschland am Dienstag, herzlich willkommen. Gestern Mittag um kurz nach 12 ist es passiert. In einem Park in Viersen in Nordrhein-Westfalen wird die 15-jährige Julia attackiert und erstochen. Sie stirbt an ihren Verletzungen. Die Polizei ermittelt und sie stößt auf mehrere Verdächtige. Ein LKW fährt mit Schlangenlinien über die Autobahn. Die Polizei will den Fahrer aus dem Verkehr ziehen und dann passiert es. Der LKW rast auf einen Polizeiwagen zu. Eine 23-jährige Polizistin stirbt an der Unfallstelle auf der A61. Zwei Kollegen werden verletzt. Der LKW-Fahrer wird festgenommen und, wie sich dann herausgestellt hat, war er stark alkoholisiert. Heute startete der Prozess gegen den Mann. Nach der Hitze der letzten Tage ist es in dieser Woche ja bedeutend kühler, aber es kommt eben auch ordentlich was runter. Und diese Unwetter, die sorgen natürlich für Chaos. Besonders heftig hat es schon wieder die Eifel erwischt. Die Ortsgemeinde Dudeldorf, die meldet bereits zum dritten Mal in Folge Land unter. Was ist drin? Der teure Laptop, die gute Kamera und schöner Schmuck oder doch nur die kaputte Sonnenbrille, die Kinderbadeanzüge und die ollen Schlüpper? Ganz schön mutig, einfach so blind liegen gelassene Urlaubskoffer zu ersteigern. Aber das scheint eine Sucht zu sein, ein bisschen wie Lotto spielen vielleicht. Wir sind bei einer Versteigerung am Frankfurter Flughafen mit dabei. Als die 18-jährige Asu sich in einen Arbeitskollegen verliebt, da kann sie nicht wissen, dass das ihr Todesurteil ist. Die junge Frau trifft sich mit ihm, obwohl ihre Familie dagegen ist, denn es sind gläubige Jesiden. Aber Asu steht zu ihrer Liebe zu einem nicht-jesidischen Mann und plötzlich wird sie entführt. Bernd Flake ist der leitende Ermittler in diesem Fall gewesen, ein Fall, den er niemals vergessen wird. Ja, und weitere gelöste Kriminalfälle finden Sie auch in unserer Mediathek auf zdf.de. Kurz vorm Burnout. Irgendwie keine Lust und keine Power mehr. Aber wie geht's jetzt weiter? Für Oliver und Angela Strauß war die Entscheidung schnell klar. Wir wandern aus, und zwar nach Kroatien. Da betreiben sie jetzt ein Hostel, also eine Mischung aus Hotel und Jugendherberge. Alexander Gerst lebt und arbeitet definitiv nicht da, wo andere Urlaub machen, denn momentan ist er im Weltall, auf der internationalen Raumstation ISS. Übrigens wirklich zusammen mit diesem Astromeinzelmännchen, das hat er nämlich mitgenommen. 6 Monate lang bleibt er da oben und jetzt gerade in diesen Minuten gibt es einen Livestream aus dem All und da erzählt der Astronaut, wie es ihm gerade so geht. Wie schön. Und das war's von uns. Danke fürs Zugucken. Gute Unterhaltung jetzt mit Leute heute und meiner Kollegin Karen Webb. Bis morgen.